Ja, einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ich bin es auch und danke an Ulrike Steierwald für die Vorstellung. Schön, in dieser Runde zu sitzen und in diesem tollen Raum. Listen spielen in meinem Werk eine ziemlich große Rolle. Und in der Beschäftigung jetzt mit dieser Tagung und dem Thema ist mir noch mal klar geworden, woher mein ambivalentes Listenverhältnis kommt. Ich neige nicht zum Sammeln. Das ist nicht meine Sache und das Ordnen ist auch eine schwierige Sache. Und das Schatzhaus hingegen, das beschäftigt mich sehr. Ich habe ja früher geglaubt, wie vielleicht viele, dass der Schatz eine Art fixierbare Größe sei. Also man geht zu einer Höhle, beziehungsweise man sieht, dass ein Drache vor einer Höhle sitzt und kann dann daraus folgern, dass darin sich vermutlich ein Schatz befindet. Das ist dann nicht so schwierig, dann muss man den Drachen erschlagen und kommt an den Schatz. Das war lange eine sehr naive Vorstellung von mir, die sich dann sehr geändert hat im Laufe der Zeit. Und auf eine Entsprechung bin ich jetzt auch in den Texten gestoßen, die ich noch mal gelesen habe für diese Tagung. Ich habe Ihnen aber etwas anderes mitgebracht, nämlich den Text eines galizischen Schriftstellers Álvaro Cunqueiro, der 1911 geboren wurde und 1981 verstarb. Ich will das nur in kleinen Auszügen lesen, weil ich glaube, dass in diesem Text das Wesen der Schätze und eigentlich das Thesaurus-Projekt, so wie ich es verstehe, auf wunderbare Weise beschrieben ist. Ich lese wirklich nur kleine Auszüge. Den ganzen Text lege ich Ihnen natürlich ans Herz. Und dann können wir vielleicht kurz darüber sprechen, was es mit den Schätzen wirklich auf sich hat. Mein erster Gedanke, schreibt Cunqueiro, ist, dass ein Schatz wie eine lebendige Person ist, mit Gedächtnis und eigenem Willen begabt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es nämlich eine Zeit gab, in der alle Schätze der Welt einem einzigen Mann gehörten. Dass sie aber seiner überdrüssig sich auf und davon machten und sich an verschiedenen Orten versteckten und die Zauberer des Landes bezahlten, damit sie sie verzauberten, um nicht gefunden zu werden. Der Lebensfaden eines Schatzes hängt davon ab, ob dieser Zauber gelöst wird oder nicht. Der Lebensfaden und der Faden spielt ja in diesem Projekt eine sehr große Rolle, darauf kommen wir sicherlich noch. Wird er gelöst, der Zauber, dann hört der Schatz auf, ein solcher zu sein, und er verwandelt sich in natürliches Gold. Und wer den Zauber bricht, kann es mit nach Hause nehmen. Es hat Schätze gegeben, die sich aus Gold in Asche verwandelten. Das heißt, die nach Enthüllung des Geheimnisses, das sie schützte, gestorben sind. Die Schätze geben sich gegenseitig Namen, und bisweilen genügt es, den Namen des Schatzes zu wissen, damit dieser demjenigen folgt, der ihn ausspricht. Der Schatz kann auch in einem Wort bestehen. Hier ist schon angedeutet, was für ein unglaubliches Spektrum sich hier auftut. Das findet man theoretisch formuliert eigentlich in dem Paradox, was mehrfach in den Texten beschrieben ist. Wir haben es ja mit dem Kontrast zwischen einem scheinbar festen Ort, nämlich einem Haus, zu tun und einem höchst beweglichen Schatzgut, das nicht dingfest zu machen ist. Und das wird die Schwierigkeit des Projekts sein, umso kostbarer wird, je schwerer es zu finden ist. Ich gehe noch ein wenig weiter und komme zu den Wissenschaften, die bei Cunqueiro als Zwerge verkleidet auftreten, selbstverständlich dem Stil des Textes entsprechend. Die über die Schätze wachenden Zwerge scheinen misstrauisch und spöttisch zu sein. Und wenn sie mit jemandem sprechen, wollen sie, dass man sie als hohe Herren behandelt. Damit die Wächter die Schätze herausgeben, müssen gewisse Prüfungen absolviert werden. Oft bestehen diese, wie bereits gesagt, darin, gewisse Worte zu finden, die den Wächter zwingen, das Gold auszuhändigen. Diese Worte sind wie ein Faden, an dem das Leben des Wächters hängt. Viele andere Schätze haben keine Wächter und sie können selbst mit den Menschen sprechen und sie entscheiden auch über die Richtigkeit der Zauberworte, die den Schatz zwingen, sich dem Menschen auszuliefern.
Wenn es möglich ist, direkt mit dem Schatz zu sprechen und dieser imstande ist, über die Richtigkeit des Rituals zu entscheiden, dann müssen wir dem Schatz eine gewisse menschliche Denkfähigkeit zuerkennen. Die Schätze nehmen also einen Namen an, wechseln den Ort, lernen verschiedene Sprachen und vervollkommnen sogar ihr Geheimnis, um ihr Auffinden immer schwieriger zu machen und, wenn sie gefunden wurden, ihre Übergabe zu erschweren. Für die Vervollkommnungsarbeit wenden sie viel Energie auf, wie man bei jenen Schätzen feststellen kann, die krank werden, weil ihnen bei der Veränderung des Geheimnisses eines der wesentlichen Worte verloren gegangen ist oder weil sie einen Teil von sich selbst dafür aufwenden mussten, ein bislang noch nie benutztes Wort zu schaffen. Der Energieaufwand ist so groß, dass ein Schatz zugrunde gehen kann. Die ständige Verfeinerung, die sie mit dem Geheimnis der Worte betreiben, kann dazu führen, dass sie schließlich nur noch aus Worten bestehen, aus einem Wort. Diese Stelle fasziniert mich ganz besonders, wenn es um die Schätze als Wörter geht, um die Verfeinerung des Geheimnisses und den ungeheuren Energieaufwand, weil ich glaube, und darauf werden wir bestimmt in den nächsten Tagen zu sprechen kommen, dass hier angedeutet ist, welche Gefahren dieses kühne Projekt dieser Schatzsuche und der Dingfestmachung des Schatzes mit sich bringt, sofern man mit ihm in ein Gespräch tritt. Und da sind wir genau bei dem Thema der Nicht-Hierarchisierbarkeit, des Relationalen. Hier wird die Relation zwischen dem Schatzsucher und dem Schatz dargestellt. Also die Relation zwischen dem Sprechenden, Schreibenden und dem und den Wörtern und der Sprache selbst. Da gibt es keine Hierarchie und es gibt natürlich einen Moment, das hat mich an dem Projekt von Anfang an sehr beschäftigt, von ungeheurer Unberechenbarkeit und schwerer Fassbarkeit, wenn ich nicht letzten Endes doch auf eine Form von Ordnungssystem ausweichen will. Und zum guten Schluss, das ist die gute Nachricht, dort, wo ich zu Hause bin, glaubt man, dass in ein Haus, in dem ein Stück aus einem Schatz aufbewahrt wird, nie der Blitz einschlagen wird. Obwohl die Schätze, wenn sie vergraben sind, angeblich den Blitz anziehen sollen. Und das, was Ulrike Steierwald schon angedeutet hat, ganz am Schluss wird davon gesprochen, dass das eigentliche Glück natürlich darin bestehe, den Schatz nicht zu finden, denn versteckte Schätze sind mehr wert als die, die man hat. Es wurde in dem Text vorher auch angedeutet, wunderbar, in dem Moment, wo der Zauber gelöst ist, verwandeln sich die Schätze in eigentlich in Blech, also in wertlose Materie und verlieren ihren Zauber und verlieren ihren Glanz. Und das ist etwas, worüber ich sehr, sehr gerne so ausführlich wie möglich sprechen würde in der Relation zwischen Wissenschaft und Kunst. Denn ich glaube, das war eine meiner intuitiven Reaktionen, die ich erst viel später für mich erklären konnte, dass ich plötzlich dachte, verdammt noch mal, wenn ich jetzt anfange, diese Listen zu führen, dann ist mein Schatz ja in Gefahr. Ja, also ich spreche jetzt ganz naiv von der Produktionsseite einer Schriftstellerin, die mit diesen Dingen tendenziell intuitiv umgeht und dann natürlich in einen Kontakt und in ein Nachdenken darüber tritt. Und da überlege ich mir schon, was mit meinem Schatz passieren könnte. Das ist ein, finde ich, absoluter, also ein unverzichtbarer Text über das Schatzwesen. Das soweit mal bis hierhin. Mhm. Ja, da ich ja durchaus großes Verständnis für diese, sagen wir mal, Skepsis gegenüber dem Vorhaben hatte, habe ich im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit damit zugebracht, zu differenzieren, inwiefern man für die Wissenschaft beziehungsweise, und das möchte ich nochmal betonen, für ein Projekt, was weder Wissenschaft noch Kunst sein möchte, sondern eben einen Schatz generieren möchte, der im Grunde genommen das Ziel von beiden Herangehensweisen ist, wie man die Schätze eben entsprechend differenziert, auch wirklich als Begriff umfassen und nicht fassen können sollte. Und da ist mir zur Hilfe gekommen, dass Schätze, wenn wir sie als bewegliches und lebendiges, zwar eigenes, aber immer zu suchendes Hab und Gut
verstehen möchten, dass das nicht nur so im Märchen der Fall ist, sondern tatsächlich eine Kontrastrelation oder einen Kontrast darstellt im Sinne der Geschichte der Ökonomie. Das heißt, in der Geschichte der Ökonomie wurde auch immer zwischen dem Besitz im Sinne von Ländereien oder immobilen Eigenheimen, also daran kann man sich das gut vorstellen, die Immobilie, da steckt ja das Wort immobil schon drin. Das heißt, es geht bei Schätzen nicht um Eigenheime oder Immobilien, sondern es geht tatsächlich um bewegliches Hab und Gut, auch jenseits der Märchen. Man kann diesen Unterschied sehen, und zwar bis heute kann man im BGB nachschlagen. Noch heute ist der Schatz, also der Thesaurus, nach seiner rechtlichen Definition eine bewegliche Sache, die so lange verborgen war, dass sich ihr Eigentümer nicht mehr ermitteln lässt. So viel zum Realitätswert und zum juristisch verbürgten Realitätswert von Schätzen. Eine erklärende Ergänzung aus dem Münchner Kommentar, 7. Auflage 2017, zu Paragraf 984 BGB, Schatzdefinition als bewegliches Gut. Paragraf 984 verfolgt verschiedene Zwecke. Die Norm bereinigt eine nicht mehr aufklärbare Sachenrechtslage und setzt zugleich mit Hilfe des Eigentumserwerbs gegenüber dem Schatzfinder einen Anreiz, die Sache wieder in den Verkehr zu bringen und so auch den Kenntnisstand der Öffentlichkeit als Kulturgemeinschaft, um den Fund zu bereichern. Und weiter. Anders als im Fall des Paragraphen 965 Absatz 1 liegt in der Entdeckung und nicht in der Inbesitznahme des Schatzes die zentrale Voraussetzung für den Eigentumserwerb. Fußnote 17. Diese gesetzgeberische Entscheidung verhindert, dass der Finder eine historisch bedeutsame Grabungsstätte zerstört, um seine Rechte zu sichern. So lassen sich auch die Probleme lösen, die bei einem größtenteils im Erdreich verborgenen Schatz entstehen. Hier kann höchstens der aus dem Erdreich herausragende Teil entdeckt werden. Weil die Laien aber durch landesrechtliche Weitergrabungsverbote an der Inbesitznahme gehindert sind, muss sich der Anwendungsbereich des Paragraphen 984 in einem solchen Fall auf den gesamten Schatz erstrecken, damit kein falscher Anreiz zur Verletzung dieser Vorschriften gesetzt wird. Und zur Fußnote 18. Das Tatbestandsmerkmal hat dieselbe Bedeutung wie das Finden im Fall von Paragraf 965. Es bedeutet die Wahrnehmung des Schatzes. Schon aus dem Wortlaut geht hervor, dass es nicht darauf ankommen kann, dass der Schatzfinder den Schatz aktiv freigelegt hat. Es genügt, wenn ihm hier ein Zufall, Klammer auf, Erosion, Klammer zu, entgegengearbeitet hat. Denn auch in diesen Fällen will Paragraf 984 einen Anreiz zur Offenbarung des Schatzes setzen und nicht der Zerstörung einer archäologisch interessanten Grabungsstätte Vorschub leisten. Zitat Ende. Der klare Unterschied zwischen dem Kapital eines Schatzes, also wieder der Begriff capere, heißt ja ergreifen vom Beweglichen, und dem statischen, geltenden Besitzstand ist auch für die Definition unseres Schatzhauses daher von ganz zentraler Bedeutung. Aber jetzt nach anderthalb Jahren, nachdem die Listen gelöscht sind, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass man genau diesen Begriff und dieses Potenzial eines Schatzhauses verwirklichen lassen kann. Die Vorstellung von einem Wortschatz, und das ist der große Unterschied, geht ja umgangssprachlich bis heute überwiegend von einer Summe aller ausfindig und damit dingfest zu machenden Begriffe aus.
Diese Definition basiert jedoch auf einem historischen Sammlungsverständnis, eben was Felicitas Hoppe ansprach, das aber eben erst im 18. Jahrhundert seinen Ausgang nahm. Das heißt, wenn sie betont, dass sie eigentlich keine Sammlerin ist, dann kann ich sie beruhigen, weil es geht nicht um ein solches klassisches Sammlungsverständnis. Und wie immer sind für das klassische ökonomische Denken des 18. und 20. bis 20. Jahrhunderts die Grimms eine tolle Quelle. Hier finden wir unter Schatz sprechenderweise einen ganz umfangreichen Eintrag, aus dem ich hier nur ein paar Worte zitieren möchte. Das Wort ist über alle deutsche Sprachen verbreitet. Es bedeutet in den alten Dialekten zuerst überall Geld. Wenn auch in verschiedenen Beziehungen, nämlich als einzelnes Geldstück oder Geldsumme, dann erst bezeichnet es auch Vermögen, Reichtum, Gewinn. Nicht vor dem Mittelhochdeutschen wird es auch von Reichtümern, gesprochen im Sinne von Nebenbegriffe, und jetzt, das ist wichtig, im Sinne des Niederlegens und Bewahrens. Die letzte Stufe endlich, früher Niederdeutsch als Hochdeutsch, ist jetzt wurscht, nachweisbar, ist der übertragene Gebrauch, in dem es auf jedes beliebige köstliche Gut angewendet werden kann, also auch auf Personen. Und der Ursprung, und das ist für mich so interessant, der Ursprung des Wortes ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt. Es gibt die altfriesischen Worte Schet, Vieh und Geld, die ein und dasselbe sind. Zitat Ende. Hier wird also der Schatz in einem für das Sprachbewusstsein des 19. Jahrhunderts maßgeblichen und maßgebenden eben Wörterbuch als das Geltende im Sinne von Niederzulegendem, zu Begründendem, zu Erfassendem, Einzuschätzendem und damit als Reinvestierung zu Bemessendem definiert. Dabei ist interessant, dass der Glaube an die Möglichkeit, die Sprache aus einem Ursprung ableiten zu wollen, hier zwar auch als nicht erfüllbar erscheint, was aber die Grimms überhaupt nicht darin irritiert, dass man überhaupt etymologische, also auf einen Ursprung zurückzuführende Ansprüche stellen könnte. Die Grimms schreiben dann unter dem Stichwort Geld, also zur Erinnerung, der Schatz wird auf wahrscheinlich, aber nicht nachzuweisen Geld zurückgeführt. Da steht dann nur, es ist ursprünglich das Einfachste zu gelten. Daher Geld, Geld und noch bis ins 18. Jahrhundert Lohn, Vergeltung, Zahlung, aber auch noch Opfer. Das wäre sehr interessant, wie das mit dem Begriff des Opfers in Verbindung steht, aber da möchte ich mich jetzt nicht verlieren. Der Zusammenhang von Schatz, Geltung und Geld bindet die Sammlung also eng an den Gestus der Hortung des Materiellen, und dann im übertragenen Sinne, gerade im deutschen Bildungsbürgertum, im Sinne des Immateriellen. Die Prosperität der bürgerlichen Ökonomie und ein mit dem Kanon als normierendes Bildungsverständnis verbundenes Ziel ist eng mit den gesellschaftlichen und universitären Institutionalisierungen der Germanistik und der Geisteswissenschaften verknüpft. Letztere machten die zu sammelnden und zu bewahrenden, also zu erfassenden und aufzuschließenden Schätze der Literatur und Kunst als Garanten des bürgerlichen Bildungsverständnisses auch eben geltend, also zu Geld. Und damit sind sie natürlich aufgehoben und aufgelöst, so wie Felicitas Hoppe es gerade darstellte. Was hat es jetzt mit einem relationalen Begriffssystem eines Thesaurus zu tun? Es ist offensichtlich, dass im 18. Jahrhundert parallel zum bürgerlich-ökonomischen Denken neue Erschließungsmethoden und semantisch-analytische Verfahren der Fixierung und Stillstellung frühneuzeitliche, kosmografische und relationale Ordnungen ablösten. Das heißt, zum Beispiel, die ursprünglich als Idee, und das ist wichtig, als Idee, das offen gefasste System der Enzyklopädie mutierte zum alphabetisch gefassten Nachschlagewerk, also quasi zum Brockhaus im bürgerlichen Wohnzimmer. Die Wissensordnung der frühneuzeitlichen Kosmografien und die barocken Klassifikationen
Damit hat das nichts mehr zu tun. Die wurden abgelöst durch die Erfassung von Inhalt und Bedeutung in Form von Verschlagwortung. Und das finde ich eben sehr sprechend, die Verschlagwortung. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. In Bibliotheken kennen wir das sehr wohl bis heute. Ich finde das sehr interessant, dass diese Verschlagwortung eben mit dem Gestus des stillstellenden Schlagens erkennbar werden. Die Stichworte der Indizes rückten dem Sprachkörper aus einer Metaebene, in jedem Fall von außen wie Stichwaffen zu Leibe. Die großen Projekte zur Standardisierung der deutschen Sprache lösten also die Wortschätze in alphabetischen Indizes auf und führten sie dann, also zumindest als Ziel, etymologisch, wie ich das gezeigt habe bei den Grimms, so weit wie möglich auf die Konstruktion eines Ursprünglichen zurück. All diese wertsetzenden Verortungen und Fixierungen sind eng mit nationalstaatlichen wie bildungspolitischen Ideen verknüpft. Im Vorwort zum ersten Band ihres Wörterbuchs aus dem Jahr 1854 parallelisieren Jakob und Wilhelm Grimm den Schatz mit der Symbolik einmal der Bienenwabe, des Denkmals und mit dem Begriff des Volkes und benennen damit ganz zentrale Wertsetzungen des 19. Jahrhunderts. Es geht dabei immer um die Definition von Einheit und um das sakral aufgeladene Ziel, aber eben ökonomischer Verwertung und Vermehrung. In den zahlreichen Großprojekten des 19. Jahrhunderts, sowohl in den sich als staatliche Institution etablierenden Literaturarchiven, in der sich institutionalisierenden Germanistik, wie auch in den großen Wörterbuchprojekten dieser Zeit, sind die grundlegenden Ziele im Gestus des Gründens und Verankerns klar erkennbar. Also, man möchte Literaturschätze ausheben, aus Zusammenhängen ausschneiden und in einem die Bildungswerte einer bürgerlichen Öffentlichkeit repräsentierenden Kontext neu ordnen, eben und aufschließen. Im Gegensatz zu den sich etablierenden Wortschätzen bleibt aber das bewegliche Gut des Schatzes in einem Thesaurus und in dem in der deutschen Übersetzung, wie ich finde, sich hochinteressant zeigenden Hybrid, also eines Schatzes und eines Hauses. Insofern virulent, als der Sammlungsbegriff eben nicht auf eine Hortung und Stillstellung zielt. Vielmehr wird hier versucht, den sich aus Erfahrung und Projektion entstehenden Sprachraum in seinen Facetten wie Relation sichtbar zu machen. Es ist das von Walter Benjamin als Gehäuse bezeichnete Sprachraum eines mimetischen Aneignungsprozesses. Dieses Gehäuse bildet also die dynamische Ordnung, die Architektonik eines Hauses, die nicht mit der Immobilität einer geldwerten Immobilie zu verwechseln ist. Der mir bewusst wunde Angriffspunkt für unseren Projektentwurf liegt nun in der Frage nach der Objektivierbarkeit der Gehäuse in einem das Wechselspiel von Anschauung und Bewegung, produktions- wie rezeptionsästhetisch modellierenden Schatzhaus. Diese kritische Frage geht jedoch meines Erachtens von einem eben anderen Denken im Sinne des Repräsentativen und der Objektivierung aus. Denn wenn dieses Schatzhaus Wirklichkeit werden soll, kann es nur in einem Wechselspiel von Produktivität, also von künstlerischer Gestaltung und einer die möglichen Relationen sichtbar machenden Visualisierung geschehen. Dies wäre dann eben ein universales, aber zugleich offenes Modell, das alle Sprachfiguren und Bildbegriffe in sich fasst, ohne sie erfassen und stillstellen zu wollen. Ja, das ist in der Tat kühn. Und nein, ich finde es wunderbar, weil was vorhin anklang, meine Bedenken oder meine
mein Nachdenken über das Projekt. Ich komme doch noch mal auf dieses Märchen zurück, das gar kein Märchen ist, sondern in dem komplett genau das alles gefasst ist, was eben dargestellt wurde, auf wunderbare Weise. Denn dass die Schätze, die angeblich einmal alle einem Mann gehörten, den man sich vermutlich als den Sammler schlechthin vorzustellen hat, dass die dann eines Tages sagen, dass wir haben keine Lust mehr dazu, wir machen uns auf den Weg, wir gehen los und verstreuen und verteilen sich, macht ja manifest, was es mit der Sprache wirklich auf sich hat. Also die Sprache entzieht sich, sie entzieht sich diesen Ordnungssystemen und der Versuch der Akkumulation, sei es der von Wortschätzen oder das ganze Enzyklopädische, ist ja ein Versuch ohne Ende. Und in einem Text von Ulrike Steierwald wird auch darüber gesprochen, wie Schriftsteller dieses System durchaus versuchen, subjektiv oder individuell zu praktizieren. Also Arno Schmidt ist so ein Beispiel dafür. Das machen auffallend oft Männer übrigens, dieser starke Hang zum Zettelkasten. Das ist was mich immer sehr beschäftigt hat. Also das ist so wie die Vorstellung, die Welt als Synonym, und über Synonyme werden wir ja auch noch sprechen, und da geht es dann auch um Fremdsprachen und Übersetzungen. Es gibt ja keine Dingfestmachung der Sprache. Eine Sache ist vollkommen klar, und das macht das Projekt ja letzten Endes so faszinierend. Es ist wirklich äußerst schwer fassbar. Also wie wird dieses, ich stelle mir ja das als ein begriffliches Firmament vor, mit zu benennenden Planeten, die aber dann unter Umständen ihren Namen wieder ändern. Und ich finde es gar nicht so schwierig, weil für mich als Schriftstellerin ist das mein täglich Brot. Ja, weil ich nie mit einer von einer Verfügbarkeit der Masse ausgehe. Und im letzten Jahr, wir haben das erlebt, werden auch die anderen darüber erzählen können, ging es um die Grimms, es ging um Luther, es geht ja um diese ganzen Schätze, die verwaltet werden und die wir als Schriftsteller interessanterweise immer zu kommentieren haben. Wir sollen ja diese Bestände, die Ulrike Steierwald berechtigterweise ausweist als staatstragend, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, die sollen wir als Künstler und Künstlerinnen ja kommentieren. Und in diesem Zusammenhang bin ich wieder einmal auf das gestoßen, was wir gemeinhin als geflügelte Wörter oder geflügelte Worte bezeichnen. Und das würde ich gerne in die Waagschale werfen, weil Ulrike Steierwald ja in Anlehnung an Warburg von den Sprachbildfahrzeugen spricht. Und diese Vorstellung der Reise der Wörter durch Raum und Zeit lässt sich am Sprichwort und an den Redensarten auf großartige Weise festmachen. Das Allerschönste an den Sprichwörtern ist, dass sie keinen Autor mehr haben. Das ist für mich eine große Befreiung. Das heißt, es sind Sprachen und Bilder, die sich verselbstständigen und die durch die Zeit reisen. Viele von ihnen benutzen wir permanent, und bei den meisten wissen wir aber gar nicht, woher ihre Bedeutung wirklich kommt. Sie kennen alle, um bei den Bildern zu bleiben, dieses großartige Bild von Bruegel, die niederländischen Sprichwörter. Da sind über 100 Sprichwörter auf einem einzigen Bild ins Bild gebracht. Viele davon kennt man, wie gesagt, nicht mehr. Eines davon passt sehr gut zu unserem Projekt. Das ist der schöne Ausdruck, den Teufel aufs Kissen binden. Und der Thesaurus ist so ein kleiner Versuch, das zu tun, und ich bin dabei. Also ich finde das sehr, sehr schön. Da gibt es dann noch einige andere. Interessanterweise befindet sich auf diesem Bruegel-Bild kein einziges Sprichwort, in dem das Herz vorkommt. Das nur als kleinen Hinweis, das Herz wird ja noch ein großes Thema werden. Das hat mich sehr interessiert. Aber diese geflügelten Wörter zu nehmen, also als Botschaften, die durch die Zeit reisen und etwas haben, was diesen Thesaurus, so wie ich ihn verstehe oder zu erahnen versuche, charakterisiert, ist das Element einer unendlichen Beweglichkeit. Und das ist schon fantastisch. Macht es auch schwer. Das Tier muss man erst mal fangen. Ja, das finde ich ganz interessant, dass du sagst, im ersten Part war die Befürchtung da, dass das Werk quasi
verloren geht und jetzt sagst du das geflügelte Wort, kein Auto mehr haben, das würde dich faszinieren. Ich glaube, dass man darin schon auch genau diese Beweglichkeit des Wechselspiels von Produktivität und eben Rezeption, das heißt von Veröffentlichung, sehen kann, dass nämlich im Grunde genommen natürlich die Werke um Himmels Willen nicht den Autorinnen und Autoren abgeschrieben werden sollen, im wahrsten Sinne abgeschrieben werden sollen, aber dass natürlich das Werk im Grunde genommen einer Öffentlichkeit übergeben wird und damit ein Eigenleben bekommt als Schatz und wir von daher auch uns anmaßen dürfen, ihm auch wiederum zu folgen, auch jenseits der Autorschaft. Und das finde ich als bestätigendes Prinzip eigentlich dieses Schatzhauses, also das empfinde ich als Bestätigung, diese zwei Bemerkungen, also dass das Werk eben quasi verloren geht auf der einen Seite, dass es andererseits eine Entlastung vielleicht ist und vor allen Dingen eben, dass zum Beispiel solche Phänomene der geflügelten Worte, wo wir eben ganz genau sehen können, aha, die sind nicht mehr auf eine Autorschaft zurückzuführen, dass die eben ein faszinierendes Eigenleben, ich würde eben sagen, im Schatzhaus führen und führen können und dürfen. Und ich möchte nochmal von daher, um auch abschließend auf dieses Herz zu kommen, auf das Schatzhaus eingehen. Denn das Schatzhaus ist natürlich selbst auch ein Begriff und damit nichts anderes als ein Sprachbildfahrzeug. Es gibt meines Wissens nur eine Figur in der Literaturgeschichte, in der dieser Bildbegriff zu einer sprachlichen Figuration eines Schatzhausers wird und damit Gestalt annimmt. Und Sie kennen es alle, diese Gestalt, nämlich in Wilhelm Hauffs Erzählung »Das kalte Herz«. Und was ist dieser Schatzhauser dann als Figuration? In dieser Allegorie nimmt die scheinbare Unvereinbarkeit von einerseits eben haushälterischer sozialer Ordnung, also dem Zettelkasten, wenn man so will, und der flüchtigen Wunschprojektion des Geistes Gestalt an. In dieser Erzählung zeigt sich der Waldgeist in Gewand und Habitus einerseits als eine kleine gläserne Ausgabe von schwäbischen Glas- und Uhrmachern, die in einem dem Prinzip des Hauses entgegengesetzten Wunschraum leben, nämlich in dem des Waldes. Diesen Wald sollte man, so zu Beginn der Erzählung, nicht vergessen zu besuchen, und zwar, Zitat, der Menschen, nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet. Zitat Ende. Das heißt, die bürgerlich produktiven Handwerker sind also durchaus dem Wald als romantischen Wunschraum zugeneigt. Aber selbst ihr Geist, das Schatzhauser Glasmännlein, ist gegenüber dem armen, sozial jenseits des Handwerks wie des Handels stehenden Köhler Peter Munk auf eine pragmatisch nüchterne Art recht unbarmherzig. Dass sich dieser, also Peter Munk, nicht Wohlstand, Familie und eine vernunftgeleitete Redlichkeit wünscht, sondern ausgerechnet, und das finde ich interessant, Tanz und Spiel, bringt diesen Geist in großen Zorn. Dieser Geist ist im wahrsten Sinne eine unmögliche Mischung, also ein Schatzhaus, ein Schatzhauser, aus bürgerlichem, sein Pfeifchen schmauchenden Hausratgeber, Zitat, Verstand, sage ich dir, Verstand, gesunden Menschenverstand und Einsicht hättest du dir wünschen sollen, und dem zerbrechlich flüchtigen, sich ständig in Transformationen befindlichen, verborgenen und nicht zu fassenden Waldschatz in ein und derselben Allegorie. Wilhelm Hauffs Schatzhauser ist also eine Figur des Unvereinbaren und damit der Unerfüllbarkeit unseres Wünschens. Dies entspricht auch der Widersprüchlichkeit, die sich im kalten Herz eigentlich zeigt. Denn sprechenderweise kann Peter Munk, und das vergessen wir oft, sein eigenes organisches Herz nur dann selbstständig, und das heißt mit einem leblosen, kalten Herz aus Stein ausgestattet, für sich zurückerkämpfen. So ist der Schatzhauser hier auch bei all seiner Flüchtigkeit
dass die Erzählung erst hervorbringende Prinzip. Das heißt, das Prinzip des Ordnens ist der Literatur, würde ich behaupten, genauso inhärent wie das der Flüchtigkeit. Und es entspricht die Kunst und die Literatur auch diesem unmöglichen Prinzip des Schatzhauses. Wenn also unser Schatzhaus beispielsweise den Begriff des Herzens in seinen Relationen jenseits des einzelnen Werkes, der einzelnen Erzählung und auch jenseits von vordefinierten Textkorpora, also das ist ganz wichtig, dieses Schatzhaus, also dieser Thesaurus, wird nicht auf einzelnen Auswertungen von existierenden Textkorpora aufbauen. Wenn er also diese Begriffe thesaurieren möchte, muss er allen möglichen, denkbaren und aber vor allen Dingen auch widersprüchlichen Bestimmungen nachgehen. Und auch das Wort Bestimmung möchte ich hier abgrenzen gegenüber dem Sinn der Definition. Es ist eben eine Bestimmung. Also da haben wir die Stimme wieder drin. Neben der verständlichen Frage, wie ich mir das vorstelle, das bin ich im letzten Jahr immer wieder gefragt worden, gab es auch immer wieder die Frage, ob ich nicht ein Beispiel geben könne. Und eigentlich habe ich mich immer geweigert, dass es hochgefährlich ist, für dieses Projekt nicht von der Idee ausgehen zu dürfen, sondern immer wieder von einzelnen Beispielen im Sinne aber eben einer ökonomisch verstandenen Sammlung. Aber mit Unterstützung von Felicitas Hoppe können wir ein paar nicht zu widerlegende, nicht zu falsifizierende, und darum geht es im Sinne der Objektivierung, nämlich damit wahre, ich würde sagen objektivierbare Bestimmungen in den Raum hier werfen. Wir sind ja noch in einer geschützten Anstalt quasi hier. Die ahnen lassen, warum dieser Begriff im Sinne eines Sprachbildfahrzeugs in der Literaturgeschichte der Jahrhunderte bei aller historischen Vielfalt so omnipräsent ist. Denn ich denke, das ist er und das muss ja irgendwie zu begründen sein. Es ist vielleicht auch ein konkretes Beispiel dafür, dass der Thesaurus eben nicht von einzelnen Texten ausgeht und auch nicht von diesen zu definierenden Textkorpora. Der Begriff Herz ist im räumlichen Denken des Organischen und des Organismus das Innerste. Und so gedacht steht er übrigens auch nicht im Widerspruch zu den genannten einschlägigen Wörterbüchern. Aber das Innerste ist natürlich eine Aporie, da sich jede Mitte zwar errechnen, aber weder vorstellen noch darstellen lässt. Das Herz ist in Literatur wie Kunstgeschichte aber zuallermeist in der Trennung, Separierung, also in der Loslösung aus der Körperlichkeit des Organischen präsent. Und diese Spannung zwischen Innerstem und Separation wird eben nicht nur zum Beispiel in Bildern der Herz-Jesu-Verehrung im Reliquienkult, sondern auch in unzähligen säkularen Text- und Bildräumen sichtbar. Andererseits ist die Denkbewegung der Teilung und der unendlichen Teilung bis zur nicht vor- und darstellbaren Unteilbarkeit des Innersten, also der Mitte, immer auch von der inversen Möglichkeit der Entäußerung getragen, die wiederum die Relation zwischen dem Organischen, also dem Organ der Stimme, und dem Organum beschreibt. In analoger Relation ist das Symmetrische in den Vor- und Darstellungsweisen des Herzens zu betrachten. Also Sie kennen wahrscheinlich alle, was ist ein Herz? Ja, so, das ist schon. Denn auch das entspricht natürlich überhaupt nicht dem Körperorgan. Diese mittige Teilung entspricht keinen in Kammern aufgeteilten Muskelformationen. Denn das ist das Herz. Bei genauer Betrachtung und damit durch eine die jeweiligen Bezüge setzenden sprachlichen Anschauung führt uns der Begriff Herz vom beweglichen Hohlorgan auf den Gegensatz von weich und hart. Denn nur in der Verhärtung kann ein Herz gebrochen werden.
In der Versteinerung, wie bei Hauff, bricht das relationale Begriffsfeld der Bewegung und des Stillstands auf, was dazu passt, dass das Herz das einzige Organ ist, und das finde ich sehr interessant, was zugleich Muskel ist. Und es ist der einzige Muskel, der seinen Bewegungsimpuls in sich trägt. Also wir kommen da in die paradoxe Relation des bewegten Bewegers. Auch eine sehr, sehr traditionsreiche Frage. Das heißt, in die Unmöglichkeit vollkommener Autonomie. Das Organ hat also nur eine Funktion, und die ist eigentlich nicht als Funktion zu bezeichnen, nämlich zu empfangen und abzugeben. Also, Fazit, es ist eigentlich weder Organ noch Muskel. Es ist im Schlagen ein Zugleich von Form und Ausdruck. Und daher meine ich das Stimmorgan und Organum der Literatur seit Jahrhunderten. Ich würde diese Skizze, die sicherlich auch bald wieder zu löschen und zu revidieren ist, hier nicht wagen, wenn ich nicht Felicitas Hoppe, also eine Schriftstellerin, neben mir sitzen hätte, die mir sagen kann eben, ob sich in solchen möglichen Relationierungen eine Realisierung, ein das Herz umfassendes Universalmodell abzeichnet und die ihre eigenen Modellierungen des Herzens immer wieder eben zur Sprache kommen lässt. Also ich sehe da gar kein Problem. Das werden wir. Es gibt natürlich ein zentrales Werk, das ist mein Kinderbuch Iwein Löwenritter. Und ich meine, hier in dem Büchlein ist es vorne auch zitiert im Original aus Hartmann von Aues, Iwein, wo es um den Herzenstausch zwischen Iwein und seiner Frau Laudine geht. Bevor sie heiraten, tauschen sie Herzen. Und das ist natürlich eine sehr markante literarische Szene, wo ganz klar wird, das ist organisch gemeint und nicht im übertragenen, irgendwie metaphorischen oder symbolhaften Sinne. Sie wechselten beide der Herzen unter in zwein, Jufruwe und Herr Iwein. Da sprach ich mien Frumine, nu bedunket mine Sinne, dass mien Herr Iwein sie verloren, sie der sein Herze hart verkorn, wann das gab in Ellen und de Kraft, was tug er nu zur Ritterschaft? Er muss verzagen als ein Wieb, sit Wiebes Herze hat sein Dieb. Do zech mich, Frumine, ich wäre kranker Sinne, ich bin es, Minne, und gebe die Kraft, dass oft Mann und de Wieb habend Herzelosen lieb und Hand ihr Kraft doch deste Bass. Also die meisten Leser denken immer, das sei jetzt so eine Szene, in der wird dann auf etwas verklausulierte Art die Hochzeitsnacht beschrieben. Das ist nicht der Fall. In diesem Fall tauschen die Eheleute ganz konkret Herzen und das verändert die Geschichte dann natürlich sehr. Denn die Abenteuer, die Iwein erlebt, das dürfen wir nicht vergessen, erlebt er mit dem Herzen einer Frau. Und seine Frau sitzt zu Hause mit dem Herzen eines Mannes und regiert. Das ist etwas, was in der Lesart meistens unterschlagen wird. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin, weil das Herz da natürlich aus unserer Sicht auf eine ganz spezifische Schiene gebracht wird. In meinem Roman Johanna, der beginnt mit dem Satz, Damen und Herren, was ist das? Ein Rätsel, was ist das? Und dann wird ein Rätsel gestellt und am Ende wird gesagt, das ist das menschliche Herz, also die rätselhafteste Funktion überhaupt. Und im Prolog wird gesagt, dass nach der Verbrennung Johannas man ihre Asche in die Seine geworfen habe. Das Herz hat den Feuertod überstanden. Das sind nur zwei Beispiele für diese Mythbildung. Und mit denen geht man unter Umständen relativ unbeschwert um als Produzierender. Und dem wäre natürlich nachzugehen. Und ich glaube, dass man, wenn man da einmal anfängt, relativ weit kommen kann. Ich möchte aber eigentlich doch noch einmal auf diese 5 Facetten zurückkommen. Möchtest du über die noch was sagen? Weil als Grundlage, die Idee ist ja sozusagen eine Ordnung und darüber besteht kein Zweifel. Es geht eben doch um eine Ordnung, die aus der Begegnung und aus der Relationierung entsteht und wie du sagst und betonst eben natürlich nicht
in der Isolation entstehen kann. Darüber wäre zu reden, was macht ein Schriftsteller eigentlich? Also wie relationiert er sich? Aber die fünf dafür vorgesehenen Facetten sind ja Raum, Zeit, Bewegung, Anschauung und Form. Und das begeistert mich. Damit sind eigentlich die fünf Säulen, würde ich einer zur Erstellung eines Textes umschrieben. Also so arbeite ich. Ich kann Ihnen ein ganz simples Beispiel geben. Ich habe einfach mal geschaut, in meinem jüngsten Buch, das jetzt erst im Frühjahr erscheinen wird, gibt es einen Satz, der immer wieder auftaucht und mich ins Nachdenken gebracht hat, was mir beim Schreiben auch nicht auffiel, und der passt sehr gut auf den Thesaurus. Der Satz lautet: Es ist zwar möglich, aber nicht machbar. Der geht dann natürlich weiter. Und da sind wir in dem Raum, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, nämlich das Schreiben und die Kunst als Möglichkeitsraum, also in dem ich Dinge verwirklichen kann, die außerhalb dieses Raumes nicht entstehen können. Und da kann man sich dann natürlich auf die Suche machen. Und wenn Sie die einfache Geschichte eines Reiseromans nehmen oder einer historischen Reise durch Zeit und Raum, so besteht die selbstverständlich in der Bewegung, aber mündet im literarischen Text natürlich in nichts anderes als Anschauung. Das ist ganz logisch. Und wie kommt man dahin mit Hilfe der Form? Das ist schriftstellerische Arbeit. Hier wird immer wieder betont, und das ist ja wichtig, es geht ja nicht um eine Hierarchisierung und es geht nicht um Oberbegriffe und Unterbegriffe, sondern es geht um den Austausch in dieser Begegnung. Auf welche Begriffe wird man sich dann einigen, darf ich jetzt gar nicht sagen, aber da bin ich wieder bei der Frage nach dem Beispiel. Und ich glaube, um diese Frage kommen wir nicht rum. Ja, deshalb habe ich mich ja auch zum Herzen hinreißen lassen, bei allen Vorbehalten. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es möglich sein sollte, eine Idee im Sinne eines Entwurfes zunächst mal durchzuspielen, bevor man eben wieder versucht, die Machbarkeit an einzelnen Beispielen durchzutesten oder schon gar zu glauben, man könnte anhand der einzelnen Beispiele praktisch ein entsprechendes Modell entwerfen. Das heißt, das kommt von einer Auffassung des Modells her, was eben auch gar nicht, sagen wir mal, der klassischen Periode entspricht, sondern eher den Modellen der Renaissance. Darüber würde ich sehr gerne auch noch sprechen in diesen anderthalb Tagen, nämlich ein Modell nicht im Sinne eines Prototypen, also was dann eben im Sinne der Serienproduktion und der Verwertung eben zu einer Machbarkeit geführt werden soll, sondern tatsächlich das Modell als eigene Schöpfung und als eigene Sichtbarmachung eines Prinzips. Und dieses Prinzip der Sprache, darum geht es. Es geht im Grunde genommen um diese Disponierung. Durch Sprache wird eben das Verhältnis vom einen zum anderen disponiert, und in dieser Relation, in dieser Grundrelation vom einen zum anderen, haben wir es praktisch immer mit einer Teilung zu tun, die in entsprechende Denkbewegungen führt. Denkbewegungen, die sich letztendlich immer in einer Schatzsuche befinden, nämlich in dem Denken des Wiedereinholens dieser Teilung. Und insofern denke ich, dass die Sprache eben ja selbst der Schatz ist, den wir selbstreflexiv quasi immer einholen möchten. Und in dieser Fragestellung sehe ich tatsächlich keine Schnittmenge zwischen Kunst und Wissenschaft, sondern ich sehe quasi einen gemeinsamen Fluchtpunkt in der Suche quasi nach dem Schatz. Und das Fatale ist eben aber, und deshalb befinden wir uns, glaube ich, bereits im Schatzhaus,
dass wir im Grunde genommen innerhalb des Möglichkeitsraums, den wir aus dieser Disponierung permanent entwerfen, um eine Einheit wieder zu finden, dass wir uns in diesem Haus letztendlich befinden, wo es per se natürlich eine Ordnung gibt. Weil sonst könnten wir uns auch gegenseitig überhaupt nicht wahrnehmen. Das heißt, wir entwerfen permanent Ordnungen aus dieser Grundrelation und wir nehmen sie gleichzeitig wahr. Aber das ist doch wunderbar, aber man muss es auch tun. Und dann, ja, also ich stelle mir das ja so, ich stelle mir das ja dann wirklich so vor, also wenn man jetzt sagt, wir haben ein Haus mit 5 Zimmern und das eine Zimmer heißt Anschauung, das andere heißt Bewegung, eins heißt Zeit, eins heißt Raum und dann gibt es auch ein Formzimmer. So, und dann fängt man an zu modellieren und schiebt hin und her, so wie wir das zu Hause gemacht haben, wenn es uns nicht mehr passte, sagte meine Mutter, dann ziehen wir eben um. Wir konnten aber nicht umziehen, so wie wir auch nicht umziehen können, wir haben ja nur diese Sprache. Und können sie natürlich übersetzen. Und dann fängt man plötzlich an, die Perspektive zu ändern, weil man in dem anderen Raum steht oder weil man den Tisch verrückt oder weil man sagt, ich will gar keinen Stuhl. Und diese Dinge wechseln ständig. Und das ist zwar anstrengend, wie Umziehen eben anstrengend ist, aber bringt natürlich auch Frischluft und ist eine großartige Sache. Also ich glaube, man braucht vor allen Dingen Kraft dazu. Und es ist eine Frage der sogenannten Perspektive, wenn ich jetzt an einem Auto sitze und durch die Landschaft fahre, ist das Bewegung oder ist das Anschauung? Beides. Es ist das Wechselspiel. Aber dieser Begriff des Umzugs ist ja wunderbar, weil eben wir können nicht umziehen. Also ich glaube, das ist eben genau... Wir können nicht ausziehen, sagen wir mal. Also wir können nicht ausziehen und damit auch nicht umziehen. Also wenn ich nicht ausziehen kann, kann ich auch nicht umziehen. Aber erstens ziehen wir permanent innerhalb dieses Hauses um. Und was noch wichtiger ist, das Haus selbst ist in Bewegung. Das heißt also, das Schatzhaus ist in seinen Relationen als bewegliche Ordnung eben dynamisch nachzuvollziehen. Und zugleich haben wir darüber im Grunde genommen den Bewegungsmodus der Sprache selbst, was ja nun eindeutig sich in Bewegung befindet. Also wenn ich stimme, eben jede Stimme, auch jede Textgenerierung ist eine Performativität. Und wenn ich das beim Wort nehme, dann ist eben auch das Haus selbst permanent im Umzug begriffen.